Herzlich willkommen zu unserer Präsentation der Absatzwirtschaft bzw. des Marketing. Zuerst wird Patrick das Thema in seinen Grundzügen darstellen. Danach führe ich eine Unterscheidung von Marketing und Vertrieb durch. Anschließend leitet Jonas in das Marketingkonzept ein, welches dann von Jonas, Sebastian und mir anhand der Punkte Analyse, Marketingmix, Marketingstrategie und der Funktion des Marketing weiter ausgeführt wird. Dann erläutert Jonas die Unterschiede von Konsum- und Investitionsgütermarketing. Patrick erklärt die Bedeutung der Marktforschung und Sebastian gibt einen Ausblick in die Zukunft durch das Fortschreiten der Industrie 4.0. Wir beginnen mit einer Einleitung in die Absatzwirtschaft. Seit vielen, vielen, vielen Jahren treiben Menschen Handel miteinander. Der Handel ist dabei die Übertragung von Gütern. Also wenn jemand ein Pferd hat, das er verkaufen möchte, geht er zu einem anderen hin und sagt, ja, dafür hätte ich gern so und so viel Geld oder gib mir zwei Kühe. Also auf jeden Fall, wenn das Produkt, das die Ware angeboten wird und abgenommen wird, besteht Handel oder kommt ein Handel zustande und dieser kommt durch Angebot und Nachfrage zustande. Dieser Handel wird als Absatzwirtschaft bezeichnet, also zumindest der Bereich davon, den der Anbieter hat, um seine Ware an den Mann zu bringen. Das ist die Absatzwirtschaft. Die Absatzwirtschaft sind dabei alle Aktivitäten, die notwendig sind, um ein Produkt gewinnbringend zu verkaufen. Sie ist neben anderen Aspekten, wie zum Beispiel der Produktionswirtschaft, der Finanzwirtschaft, der Personalwirtschaft oder der Logistik und allem anderen, was in einer Firma noch so anfällt, dem Controlling, der IT, ein wichtiger Tätigkeitsbereich des Unternehmens. Denn das Unternehmen möchte natürlich am Markt bestehen bleiben, möchte sich gegen seine Konkurrenz durchsetzen, möchte neue Kunden gewinnen, was am besten durch Marketingmaßnahmen funktioniert, also Werbung, und möchte am Ende natürlich Gewinn machen. Und dazu ist der Absatz wichtig, da man sein Produkt natürlich auch an den Kunden verkaufen muss, um Gewinn zu bekommen. Dabei orientiert sich die Absatzwirtschaft an den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden. Und sie schließt alle absatzmarktorientierten Aktivitäten ein, wie zum Beispiel den Vertrieb, das Marketing oder auch die Marktforschung. Doch das wird im weiteren Verlauf genauer erklärt. Kommen wir zu der Einordnung der Absatzwirtschaft in den Produktlebenszyklus. Der Produktlebenszyklus ist im Großen und Ganzen der Zyklus, den ein Produkt durchmacht, während wenn es auf den Markt kommt, bis zu der Zeit, wo es wieder verschwindet. Er ist in diesem Diagramm ganz gut dargestellt. Das Diagramm zeigt auf der Y-Achse den Gewinn, die Gewinnrate und den Umsatz. Der Umsatz ist die rote Linie, die Gewinnrate die gelbe und der Gewinn die grüne. Und auf der X-Achse die Zeit, eingeteilt in die fünf Phasen des Produktlebenszyklus. Die erste Phase ist die Markteinführungsphase. Hier kommt das Produkt auf den Markt. Und das erste Ziel des Unternehmens ist es, eine schnelle Bekanntheit zu erreichen. Die Kunden sollen dieses Produkt kennen, sie sollen es kennenlernen und einen Bedarf danach entwickeln. Zum Beispiel, wenn Volkswagen ein neues Auto auf den Markt bringt. Erst kennt es keiner und plötzlich sieht man es auch überall in der Werbung und man denkt sich so, ja, das ist könnte ein schickes Auto sein, das kaufe ich mir. In dieser Phase investiert das Unternehmen viel in Werbung, darum ist der Gewinn noch im Keller. Der Umsatz beginnt zu steigen, da die Kunden anfangen, dieses Produkt zu kaufen. Nur noch ist der Gewinn halt nicht da, da mehr in Geld in dieses Marketing investiert wird, als eingenommen wird. Als eingenommen wird. Das Marketing ist dabei mit der Werbung schon ein Teil der Absatzwirtschaft, die dazu da ist, um dieses Produkt zu vermarkten. Dann kommen wir in die zweite Phase, die Wachstumsphase. Hier ist erreicht der Gewinn sein Maximum, der Umsatz steigt immer weiter. Die Werbung ist weniger nötig, notwendig, da, wenn man bei dem Beispiel des Autos bleibt, die Nachfrage immer mehr wächst, es fahren die ersten Autos auf der Straße.
Die Leute sehen die Autos von alleine auf der Straße, ohne dass die Firma noch Geld in Werbung investieren muss und kaufen dieses Auto. Es werden also immer mehr Kunden. Dann kommen wir zur dritten Phase, es ist die Reifephase. Da erreicht das Produkt sein Umsatzmaximum. Der Gewinn geht langsam nach und nach dann zurück, weil auch Konkurrenten und Nachahmer diese Produkte auf den Markt bringen. Zum Beispiel ein Pickup. Gab es lange auf dem Markt, VW hat einen, jetzt hat Mercedes auch einen und alle anderen Hersteller. Und dadurch wird die Auswahl für die Kunden wieder größer. Und so können es sein, dass diese wieder andere Produkte kaufen. Deshalb müssen die Unternehmen diesem Ganzen wieder mit Marketingmaßnahmen entgegenwirken. So kommt die Absatzwirtschaft wieder mehr ins Spiel. Es geht nicht mehr rein um den Vertrieb wie in der Wachstumsphase, sondern auch das Marketing wird wieder wichtiger, um die Kunden zu halten, um die Kunden von der Konkurrenz wieder abzuwerben. Dann kommt die Sättigungsphase, das ist die Phase 4. Der Gewinn sinkt weiter, der Umsatz geht auch zurück, weil die Nachfrage sinkt. Es gibt neue Produkte, es gibt andere Produkte, bessere. Zum Beispiel, wenn ein Auto jetzt schon 5 Jahre auf dem Markt ist und die Konkurrenz in der Zeit ein neues, gleichwertiges bzw. sogar besseres Auto entwickelt hat, mit mehr Technik, mehr Spielereien, mehr Ausstattung für günstigeren Preis zum Beispiel, dann kaufen die Kunden natürlich dieses Auto. Dann ist der Markt gesättigt und es geht in die Degenerationsphase. Der Gewinn geht wieder in den Keller, der Umsatz geht zurück und der Marktanteil des Produktes sinkt. Verkäufe sinken weiter. Und dem kann das Unternehmen nur entgegenwirken, indem es sein eigenes Produkt weiterentwickelt. Zum Beispiel wie bei Volkswagen ein Facelift-Modell auf den Markt bringt, das ein bisschen moderner aussieht und vielleicht ein bisschen mehr kann wieder. Oder das Unternehmen muss das Produkt vom Markt nehmen. Also die Absatzwirtschaft mit Vertrieb und Marketing spiegelt sich im kompletten Le Produktlebenszyklus wider. Verkauft wird immer, es soll immer Gewinn gemacht werden. Doch die Anstrengungen des Unternehmens, die Maßnahmen, die es ergreifen muss, sind von Phase zu Phase unterschiedlich. Zu Beginn ist einfach mehr Werbung vonnöten, um einen höheren Bekanntheitsgrad zu bekommen, zu entwickeln. Unterscheidung von Marketing und Vertrieb. Marketing und Vertrieb sind durch verschiedene Blickwinkel und unterschiedliches Wissen geprägt. Marketing wird häufig als produkt- und langfristorientiert beschrieben, während Verkauf als kunden- und kurzfristorientierter Unternehmensbereich gilt. Marketing und Vertrieb sind eng miteinander verbunden und besitzen meist Aufgaben, die sich ähneln oder teilweise gleich sind. In der Betriebswirtschaftslehre lässt sich klar abgrenzen, was unter Marketing und was unter Vertrieb zu verstehen ist. Marketing umfasst die Gesamtheit aller marktgerichteten Unternehmensaktivitäten mit dem Ziel, ein optimales Ergebnis zu erlangen. Der Vertrieb ist ein Bestandteil des Marketingmix. Seine Funktion ist es, Produkte oder Leistungen möglichst effizient an den Kunden zu bringen. Das Marketing sieht den Vertrieb häufig nur als ausführendes Organ der vom Marketing erbrachten Leistung. Andersherum betrachtet der Vertrieb das Marketing häufig als Vertriebsunterstützung, indem zum Beispiel Flyer erstellt und Messen organisiert werden. Da der heutige Markt aber immer komplexer wird, lassen sich die Bereiche wie folgt differenzieren. Das Marketing sagt, welches Produkt zu welchem Preis für welchen Kunden den größten Nutzen liefert, den effektivsten Verkauf. Erst mit diesen Informationen ist der Vertrieb in der Lage, gezielt Kunden anzusprechen und so eine sinnvolle Bedarfserfüllung zu erreichen. Ein Beispiel: Im Theater liefert Marketing das Thema, schreibt die Geschichte, baut die passende Kulisse, erstellt die Plakate und interessiert Zuschauer. Der Vertrieb stellt die Schauspieler, die das Stück überzeugend und zur Begeisterung der Zuschauer spielen. Die oben aufgeführte Hürde in der Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb lassen sich auf grundlegende Unterschiede in der Denkweise zurückführen. Kunde versus Produkt. Der Vertrieb legt seinen Fokus auf den Kunden, wohingegen im Marketing das Produkt oder die Marke an erster Stelle steht. Fortlaufender Arbeitsalltag versus sporadische Projekte. Der Vertrieb beschäftigt sich alltäglich mit den Problemen und Forderungen der Kunden. Das Marketing arbeitet meist projektbasiert, zum Beispiel an der Entwicklung eines neuen Werbespots. Zentrale versus dezentrale Sicht.
Der Vertrieb arbeitet in ihrem jeweiligen lokalen Bereich, wodurch lokale Faktoren, wie zum Beispiel besondere Kundenwünsche, bekannt sind. Die Marketingabteilung hingegen arbeitet überregional, wodurch allgemeinere Interessen berücksichtigt werden. Persönliche Beziehung versus Analyse. Die Hauptaufgabe des Vertriebs ist es, stark personenorientiert zu arbeiten, um Kundenbeziehungen aufzubauen, zu festigen und zu erhalten. Kunden sollen individuelle Lösungen verkauft werden. Das Marketing beschäftigt sich jedoch mit ganzen Kundengruppen und ihren Interessen, die sich meist aus der Marktforschung ergeben. Es besteht kein direkter Kundenkontakt. Ergebnisse versus Prozess. Im Vertrieb ist nahezu unmittelbar ein Erfolg oder Misserfolg festzustellen, anhand der Verkaufszahlen. Im Marketing ist das Erfassen eines Erfolgs komplizierter und meist erst mit einer Verzögerung möglich. Feld versus Büro. Verkäufer werden unmittelbar vor Ort mit den Anliegen der Kunden konfrontiert, was im Marketing nicht der Fall ist. Kurzfrist versus Langfrist. Die Mitarbeiter im Vertrieb verfolgen meist Quartals- oder Monatsziele, wohingegen das Marketing langfristig zu realisierende Aufgaben verfolgt. Das Marketingkonzept. Das Marketingkonzept, auch bekannt als Marketing-Management-Prozess, ist ein Plan, der von einem Unternehmen aufgestellt wird, welcher die geplante Vermarktung eines Produktes oder einer Dienstleistung auf verschiedenen Ebenen beschreibt. Folgende Ebenen werden in dem Konzept mit berücksichtigt. Beginnend mit der Situationsanalyse werden verschiedene Chancen und Risiken aufgrund aktueller Umstände analysiert. Anschließend wird die strategische Marketingplanung ausgeführt. Sie befasst sich mit den Marketingzielen und der Marketingstrategie, also dem langfristigen Zielhorizont. Neben den langfristigen Zielen wird sich des Weiteren mit den kurzfristigen Zielen auseinandergesetzt. Dies ist die operative Marketingplanung. Hierbei werden verschiedene Marketinginstrumente zur Ausführung genutzt. Die genannten Prozesse gehören alle den Planungsmaßnahmen an. Sind diese fix, geht es darum, das Konzept richtig zu exekutieren und zu kontrollieren. Diese Abschnitte des Marketingkonzepts heißen Marketingimplementierung und Marketingcontrolling. Im Folgenden sollen besonders die Planungsmaßnahmen noch einmal genau erläutert werden und weniger die Marketingimplementierung und Controlling-Instrumente. Die Situationsanalyse. Die Ausgangssituation für das Marketingkonzept bildet die Situationsanalyse, auch bekannt als Status Quo-Analyse oder Ist-Analyse. Es gibt keine allgemein vorgeschriebene Ausführung der Situationsanalyse, allerdings gibt es dafür verschiedene Analyse-Tools, die im Grundsatz allerdings immer mehr oder weniger derselben Struktur folgen. Die Grafik, die ihr jetzt hier seht, stellt so einen grundlegenden Aufbau mit möglichen Analyse-Tools dar. Fundamental ist bei der Situationsanalyse immer eine sogenannte bereichsspezifische Analyse der internen und der externen Rahmenbedingungen eines Unternehmens und des hieraus resultierenden Ist-Zustandes. Bei der internen Unternehmensanalyse steht das Unternehmen selbst im Fokus. Hier stehen die internen Stärken und Schwächen im Vordergrund. Auch der Markt wird aus der Perspektive des Unternehmens betrachtet. Die externe Unternehmensanalyse beschäftigt sich mit den Rahmenbedingungen der Mikro- und der Makroumwelt. Die Makroumwelt umfasst vom Unternehmen nicht beeinflussbare Faktoren wie soziale und kulturelle Umwelt, technologische Umwelt, ökonomische Umwelt und die politisch-rechtliche Umwelt. Eine externe Unternehmensanalyse kann mit der PESTEL-Analyse durchgeführt werden. Mithilfe der PESTEL-Analyse ist es möglich, das Unternehmensumfeld, also das Makroumfeld, im Hinblick auf spezifische Marktgegebenheiten, wahrscheinliche Entwicklungen sowie deren Auswirkungen zu beschreiben und fundierte Entscheidungsgrundlagen für das Management zu schaffen. Die Mikroumwelt hingegen besteht aus Faktoren, die vom Unternehmen beeinflussbar sind, wie der gegenwärtigen Kundenstruktur, den Lieferanten, Wettbewerbern, Shareholdern etc. pp. Eine Möglichkeit zur Beurteilung der Mikroumwelt bietet das Five-Forces-Modell von Porter. Es bringt die Verhandlungsmächte der Abnehmer und der Lieferanten mit den Bedrohungen durch Konkurrenten und Substitutprodukten oder Dienstleistungen in Verbindung mit der daraus entstehenden Rivalität innerhalb der Branche. Die herausgestellten Faktoren der internen und der externen Betrachtung werden nach Wichtigkeit abgewogen, denn die Einflüsse sind teilweise unternehmens- und situationsabhängig und können nicht verallgemeinert in jeder Situationsanalyse gleich angewendet werden. Eine wichtige Rolle für die Analyse bildet auch die Prognose für sich verändernde Faktoren. Es geht dabei insbesondere um Trends im Nachfragerverhalten, im Konkurrenzverhalten, in der Umwelt sowie die Vorhersage von Markt- und Absatzentwicklung. Die hieraus entstehenden Chancen und Risiken sind wichtig für die weitere Situationsanalyse. Neben der Prognose der externen Faktoren wird auch intern das mögliche Potenzial des Unternehmens antizipiert und ein Trend dieser Entwicklung aufgestellt.
Neben Prognosen sollten in die Analyse auch Erkenntnisse aus Analysen und Forschung vorangegangener Marketingkonzeption eines Unternehmens mit einfließen. Diese können für das Unternehmen wichtige Informationen herbeigeführt haben. Sollte nämlich zum Beispiel ein Produkt sehr gut bei den Kunden angekommen sein, kann erörtert werden, was das Produkt auf dem Markt so stark gemacht hat. Und sollte ein Produkt in der Vergangenheit fehlgeschlagen sein, so müssen diese Fehler in zukünftigen Konzeptionen ebenfalls mit berücksichtigt werden. Dann ist es wichtig, sich über die Entscheidungssituation im Klaren zu sein. Es wird grundsätzlich zwischen verschiedenen Situationen unterschieden. Liegt der deterministische Fall vor, so ist, wie das Wort sagt, die Situation bereits vorherbestimmt und unveränderbar. Es handelt sich hierbei allerdings eher um ein realitätsfernes Modell. Ein zweiter Fall ist die Entscheidung unter Unsicherheit. Dieses zu treffen, wenn keine weiteren Angaben über die externen Faktoren und ihre Eintrittswahrscheinlichkeiten vorliegen. Der dritte Fall, die Entscheidung unter Risiko, wird getroffen, wenn Aussagen zu Eintrittswahrscheinlichkeiten der externen Faktoren machbar sind. Die Abtrennung in verschiedene Situationen soll darauf hinweisen, wie sicher die gestellten Prognosen überhaupt sind, beziehungsweise wie mit den Prognosen umzugehen ist, sollten bestimmte Sicherheiten oder Unsicherheiten eben mit einberechnet worden sein. Dann geht's in die SWOT-Analyse. Die SWOT-Analyse ist der erste Teil der sogenannten integrativen Analyse. Aus den entwickelten Ergebnissen und Prognosen der vorangegangenen Analyse über die externen Rahmenbedingungen lassen sich Chancen und Risiken ableiten, die mit den ermittelten Stärken und Schwächen eines Unternehmens gegenübergestellt werden. Dieses Prinzip des Vergleichens ist bekannt als die sogenannte SWOT-Analyse, eine Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Es werden insgesamt 4 Gegenüberstellungen gemacht und in einer tabellarischen Aufstellung gegenübergestellt. Die Leitfragen der SWOT-Analyse sind, welche Stärken hat ein Unternehmen, um Chancen nutzen zu können? Welche Stärken gibt es, um bestimmte Risiken zu kompensieren? Auf der anderen Seite muss erörtert werden, welche Schwächen führen dazu, dass Chancen nicht wahrgenommen werden können und welche Schwächen bürgen möglicherweise Risiken. In manchen Konzepten der Situationsanalyse wird anschließend noch eine Portfolioanalyse durchgeführt. Diese Art der Analyse ist nicht zwingend notwendig, aber sie ist dennoch sehr sinnvoll, um das geplante Produkt oder die geplante Dienstleistung auf dem Markt einordnen zu können. Die Portfolioanalyse beruht auf allen möglichen Informationen, die in vorangegangenen Schritten wie der internen und externen Unternehmensanalyse sowie der SWOT-Analyse gesammelt wurden. In diesem Fall dient die Analyse als Denkmodell zum Hervorbringen von Strategien. Das Modell betrachtet ein Produkt bzw. eine Dienstleistung auf 2 Achsen. Der relative Marktanteil wird in Relation zu dem Marktwachstum in diesem Bereich gesetzt. So lässt sich durch Einordnung eines Produktes bzw. einer Dienstleistung auf diesen 2 Achsen ein Bereich in einer Vierermatrix finden. Sollte der relative Marktanteil und das Marktwachstum im Bereich des Produktes oder der Dienstleistung gering sein, so würde eine Einordnung unter den Poor Dogs stattfinden. Eine Investition, die nach der Analyse in diesem Bereich enden würde, wäre demnach nicht lohnenswert. Ist der relative Marktanteil gering, aber das Marktwachstum hoch, so erhält man ein sogenanntes Question Mark. Eine Investition in diesem Bereich kann gewinnbringend werden, ist aber mit einem Risiko verbunden. Bei einem hohen relativen Marktanteil, aber geringem Wachstum wird das Produkt bzw. die Dienstleistung bei den Cash Cows eingeordnet. Cash Cows sind prinzipiell kostendeckende Selbstläufer, die aufgrund des stagnierenden Marktanteils keine großen Investitionen erfordern und vorwiegend zur Gewinnabschöpfung genutzt werden. Zu den Stars gehört ein Produkt bzw. eine Dienstleistung dann, wenn der relative Marktanteil genau wie das Marktwachstum hoch ist. Das große Marktwachstum ist verbunden mit hohen Investitionen, um die Stellung des Produktes oder der Dienstleistung zu verteidigen, und somit reichen erzielte Einnahmen meist nur zur Deckung des eigenen neuen Finanzbedarfs aus. Letztendlich bietet die Portfolioanalyse trotz der vagen Einordnung eine Möglichkeit der optischen Darstellung des eigenen Unternehmens im Vergleich zu konkurrierenden und auch eine Darstellung der eigenen Produkte im Vergleich zu konkurrierenden Produkten. Mithilfe der Situationsanalyse und der hierfür eingesetzten Methoden gilt es, die Ausgangsfrage zu beantworten: Wo stehen wir? Und vor allem, wo sehen wir uns als Unternehmen in der Zukunft? So, jetzt kommen wir zum Marketingmix. Kurz erklärt. Der Marketingmix bezeichnet die optimale Kombination an Marketinginstrumenten, um ein Unternehmen bestmöglich zu vermarkten. Die Vermarktung steht im Mittelpunkt. Die optimale Kombination an Marketinginstrumenten ist enorm wichtig für den Erfolg eines Unternehmens. Marketinginstrumente werden auch die 4 Ps genannt.
Beim ersten P sprechen wir von der Produktpolitik. Dabei geht es um die Gestaltung der Eigenschaften eines Produktes. Beim zweiten P redet man von der Preispolitik. Sie wird benutzt, um einen Preis für ein Produkt zu finden, welcher das Produkt am Markt wettbewerbsfähig macht und alle Kosten deckt. Dritte P ist für Place oder auch Distributionspolitik genannt. Dabei ist die Logistik im Blickpunkt und der Vertriebsweg vom Anbieter zum Endverbraucher sehr wichtig. Das vierte P, Promotion oder auch Kommunikationspolitik, beinhaltet alles, was die Kunden anwirbt, das Produkt zu kaufen, beispielsweise Werbung, Sponsoring oder Messen. Diese vier kontrollierbaren Variablen müssen optimal kombiniert werden, um den Absatz eines Produktes zu maximieren. Das Ziel des Unternehmens ist es dabei, eine bestmögliche Marktposition zu erlangen. Marketingstrategie. Die für die Entwicklung einer Marketingstrategie wichtige Informationsbasis wird durch eine Analyse der strategischen Ausgangssituation geliefert. Aus dieser Basis wird eine erste Strategie formuliert. Meist werden aber mehrere Strategien zeitgleich formuliert, wodurch eine darauffolgende Bewertung der Marketingstrategien durchgeführt wird. Nach der Bewertung wird eine finale Strategie gewählt, welche im Folgenden umgesetzt wird. Durch die Kontrolle dieses Prozesses können neue Erkenntnisse aufkommen, wodurch Rückkopplungen in jede vorherige Phase möglich und eventuell notwendig werden. Durch einen andauernden Prozess der Entwicklung, Umsetzung und Kontrolle der Marketingstrategie wird der Wettbewerb mit möglichen Vorteilen aufrechterhalten. In der Wirtschaft lässt sich jedoch beobachten, dass dieser ideale Weg kaum zu finden ist. Stattdessen werden ursprüngliche Strategien oft verworfen und durch neue ersetzt, welche durch eine Art Lerneffekt in der Praxis als vorteilhafter empfunden werden. Zum Aufstellen einer Marketingstrategie wird sich an Leitfragen orientiert. Man unterscheidet zwischen verschiedenen Kategorien. Erstens, strategische Marketingziele, Zielgruppen der Marketingstrategie. In den Marktsegmenten gelten lokale Strategien, regionale Strategien, nationale Strategien, internationale Strategien oder Weltmarktstrategien. Zur Festlegung, welches Segment mit welcher Priorität bearbeitet werden soll, wird oft die Portfolio-Methode genutzt. Welche Marktsegmente sollen durch das Unternehmen bearbeitet werden und welche Prioritäten sollen die einzelnen Segmente haben? Wie sollen die Marketingressourcen auf die Bearbeitung von Bestandskunden bzw. die Akquisition neuer Kunden verteilt werden? Welche potenzialbezogenen Marketingziele sollen insgesamt bzw. in den einzelnen Marktsegmenten bis wann erreicht werden? Welche wirtschaftlichen Marketingziele sollen insgesamt bzw. in den einzelnen Marktsegmenten bis wann erreicht werden? Zweitens, Kundennutzung, Positionierung gegenüber dem Wettbewerb. Welchen Nutzen soll das Unternehmen seinen Kunden bieten? Welche Wettbewerbsvorteile strebt das Unternehmen an? Der Kundennutzen lässt sich wie folgt unterteilen. Funktionaler Nutzen resultiert aus den Basisfunktionen des Produktes und ist mit seiner unmittelbaren Nutzung verbunden, zum Beispiel die Mobilität durch ein Auto. Ökonomischer Nutzen resultiert ebenfalls aus den unmittelbaren Produkteigenschaften, zum Beispiel sparsamer Treibstoffverbrauch eines Autos. Prozessbezogener Nutzen entsteht durch einfache Beschaffungs- oder Nutzungsvorgänge. Angebot eines Autohauses, das Auto zur Reparatur abzuholen. Emotionaler Nutzen resultiert aus positiven Gefühlen, die durch ein Produkt hervorgerufen werden, zum Beispiel der Stolz eines Besitzers eines luxuriösen Autos. Sozialer Nutzen steht ebenso wie emotionaler Nutzen mit positiven Gefühlen in Verbindung, jedoch kann sozialer Nutzen erst in Verbindung mit dem sozialen Umfeld entstehen, zum Beispiel Bewunderung durch andere, die aus dem Besitz eines besonderen Autos resultiert. Dieser Nutzen unterstützt die Wettbewerbsstrategie, welche aus der Kostenführerschaft und der Differenzierung eines Unternehmens gegenüber eines anderen besteht. Die Differenzierung ist aufgeteilt auf Basis überlegener Produkte und besserer Kundenbeziehung. Drittens, Innovationsorientierung. Welches Ausmaß an Innovationsorientierung soll das Unternehmen grundsätzlich anstreben? Wie stark soll die Entwicklung neuer Produkte bzw. die Erschließung neuer Märkte gewichtet werden? Welche Technologien sollen mit welcher Intensität genutzt und weiterentwickelt werden? Es lassen sich drei grundlegende Orientierungen feststellen. Defender. Das Unternehmen weist eine geringe Innovationsorientierung auf und konzentriert sich auf die Verteilung der erreichten Marktposition. Dies erfolgt häufig in Kombination mit einer nischenorientierten Strategie. Prospector. Das Unternehmen weist eine weite Marktdefinition und eine hohe Innovationsorientierung auf, die durch die kontinuierliche aktive Suche nach neuen Chancen gekennzeichnet ist. Sie sind risikofreudig. Analyzer. Das Unternehmen weist eine mittlere Innovationsorientierung auf.
Es ist Innovation gegenüber aufgeschlossen, analysiert die Erfolgschancen aber systematischer und ist weniger risikofreudig. Viertens, Management der Kundenbeziehung. An welches Objekt soll der Kunde gebunden werden? Welche Kunden bzw. Kundengruppen sollen gebunden werden? Wie, das heißt über welche Bindungsursache, soll die Loyalität der Kunden sichergestellt werden? Mithilfe welcher Instrumente soll die Loyalität sichergestellt werden? Zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Intensität sollen Kundenbindungsmaßnahmen unternommen werden? Mit welchen Partnern sollen die Kundenbindungsmaßnahmen durchgeführt werden? Fünftens, Wettbewerbskooperationsverhalten. Wie soll sich das Unternehmen grundsätzlich gegenüber seinen Wettbewerbern verhalten? Mit welchen Unternehmen und mit welchen Zielen soll das Unternehmen im Rahmen der Marktbearbeitung zusammenarbeiten? Und wie soll die Zusammenarbeit ausgestaltet sein? Besonders bedrohliche Aktionen der Wettbewerber lassen sich auf vier Verhaltensweisen handhaben. Das Ignorieren der Aktivität, das Kooperieren mit dem Wettbewerber, der Gegenangriff oder das Ausweichen auf andere Märkte. Sechstens, grundsätzliche Gestaltung des Marketingmix. Übergeordnete Leitfragen zur Gestaltung des Marketingmix. Inwieweit soll bei der Marktbearbeitung zwischen den einzelnen Kundensegmenten differenziert werden? Wie soll die Produktpreispositionierung des Unternehmens gestaltet sein? Wie groß soll das Marketingbudget sein und wie soll es auf die verschiedenen Marketinginstrumente verteilt werden? Welche Interaktionseffekte zwischen den verschiedenen Marketinginstrumenten bzw. zwischen den verschiedenen Produkten müssen berücksichtigt werden? Ausgewählte Leitfragen zur Produktpolitik. Wie soll das Produktprogramm des Unternehmens im Hinblick auf Breite und Tiefe gestaltet sein? Welches Qualitätsniveau strebt das Unternehmen bei seinen Produkten an? Auf welche Arten von Produktinnovationen zielen die Innovationsaktivitäten des Unternehmens ab? Wie sollen die Marke des Unternehmens strukturiert und positioniert werden? Ausgewählte Leitfragen zur Preispolitik. Welche Preispositionierung soll das Unternehmen in Relation zum Wettbewerb anstreben? Wie stark sollen bei der Preisbildung Kosten, Wettbewerbspreise bzw. Kundennutzen gewichtet werden? Inwieweit und anhand welcher Kriterien soll das Unternehmen Preisdifferenzierung betreiben? In welchem Umfang und anhand welcher Kriterien sollen den Kunden Rabatte und Boni gewährt werden? Ausgewählte Leitfragen zur Kommunikationspolitik. Welche Kommunikationsziele und Zielgruppen sollen im Mittelpunkt der Kommunikation stehen? Wie groß soll das Kommunikationsbudget sein und wie soll es auf die einzelnen Kommunikationsinstrumente verteilt werden? Welche Kommunikationsbotschaften sollen besonders betont werden? Wie soll der Erfolg der Kommunikation kontrolliert werden? Und als letztes ausgewählte Leitfragen zur Vertriebspolitik. Sollen die Produkte direkt oder indirekt vertrieben werden? Sollen lediglich ein Vertriebsweg oder mehrere Vertriebswege genutzt werden? Wie sollen die verschiedenen Vertriebswege voneinander abgegrenzt werden? Nach welchen Kriterien sollen die Vertriebspartner ausgewählt werden? Und wie sollen die Funktionen zwischen dem Unternehmen und seinen Vertriebspartnern verteilt werden? Funktion von Marketing, Aufgaben und Ziele, Aufgabenbereiche. Als erstes bildet die Analyse von Markt und Wettbewerb die Grundlage des Marketings. Es ist wichtig zu wissen, was für Wettbewerber es gibt und welche Produkte sie zu welchen Preisen anbieten, beziehungsweise was sich in der Branche abspielt. Auch die Bedürfnisse von Kunden müssen beachtet werden. Konkrete Aufgaben dabei sind zum Beispiel die permanente Recherche, Dokumentation von Erkenntnissen und die Marktstudien auswerten. Eine weitere Aufgabe ist, die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Dies gelingt durch die Definition des zukünftigen Produktportfolios. Um dem Unternehmen für die Zukunft ein Produkt zu geben, welches die Kunden haben wollen, besonders wichtig dabei ist, die strategische Marktplanung und die Umsetzung von Marktkonzepten. Des Weiteren ist es wichtig, im Marketing das aktuelle Produktportfolio zu managen, um das Optimum für das Unternehmen rauszuholen. Dazu werden Soll-Ist-Abgleiche herangezogen und Ursachen für Abweichungen bestimmt und möglicherweise mit dem Marketingmix behoben. Bei der Preisbildung wird der Preis von verschiedenen Rahmenbedingungen wie Preisuntergrenzen, Wettbewerbspreise, Kundennutzen und Preisstrategien beeinflusst. Das Marketing muss daraus ein Gewinnmaximum erarbeiten. Wichtig dabei ist die dauerhafte Preiserstellung der Produkte im Markt, die Anpassung der Preise und die Definition für neue Preise. Fünftens, externe Kommunikation.
auch das Sprachrohr zum Kunden genannt, ist ebenfalls sehr wichtig in der Absatzwirtschaft. Durch Events, Social Media, Print, PR, Werbemittel oder Multimedia wird der Kunde als außenstehende Figur direkt beworben. Die letzte spezielle Aufgabe des Marketing ist es, die interne Kommunikation zu steuern. Dabei ist die Zielgruppe bei größeren Unternehmen der eigene Mitarbeiter. Die Information und damit auch die Motivation der Mitarbeiter ist die Aufgabe, welche durch Newsletter, Intranet, Versammlungen oder Vertriebsinformationen bewältigt wird. Ziele. Die Ziele vom Marketing leiten sich meistens vom vorher definierten Unternehmensziel ab oder auch vom sogenannten Marketingkonzept. Diese Ziele können mit dem Marketingmix bewältigt werden. Außerdem unterscheidet man zwischen quantitativen und qualitativen Marketingzielen. Quantitative Marketingziele beziehen sich auf Gewinn und Umsatz, qualitative eher auf das Image des Unternehmens oder die Qualität des Produktes. Der nächste Punkt soll die Unterscheidung von Konsumgütermarketing und Investitionsgütermarketing deutlich machen. Im Marketing wird zwischen verschiedenen Austauschprozessen mit Sachgütern unterschieden. Zwei Arten des Handelns mit Sachgütern sollen genauer betrachtet werden. Das sind zum einen das Konsumgütermarketing und das Investitionsgütermarketing. Eine Betrachtung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede kann zum Beispiel auf Ebene der Nachfrager und der Anbieter gemacht werden. Die maßgebliche Differenzierung der beiden Marketingarten wird bei den Nachfragern gemacht. Große Unterschiede zwischen den beiden Arten des Marketings sind bereits in der Art der Nachfrage definiert. Es wird zwischen originärer und derivativer Nachfrage unterschieden. Originäre, also ursprüngliche, direkt vom Kunden ausgehende Nachfrage findet sich im Konsumgütermarketing wieder. Im Investitionsgütermarketing gibt es die sogenannte derivative Nachfrage. Bei dieser Form der Nachfrage spielt das Kaufverhalten der Kunden nur indirekt eine Rolle, denn je nach Ausprägung der Nachfrage muss sich das Unternehmen mit der Produktion anpassen, wodurch sich die derivative oder auch abgeleitete Nachfrage ergibt. Im Konsumgütermarketing verkaufte Produkte sind Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, wie zum Beispiel Nahrung, Medikamente, Möbel und technische Geräte wie Fernseher, Smartphone und Vergleichbares. Der Markt der Konsumgüter ist polypolistisch. Das heißt, es gibt für das Unternehmen viele Konkurrenten auf dem Markt und Monopolbildung ist quasi ausgeschlossen. Im Investitionsgütermarketing hingegen ist der Markt oligopolistisch. Das bedeutet, dass nur wenige Unternehmen in diesem Marktsegment aktiv sind. Das liegt vor allem an dem hohen Spezialisierungsgrad, den eine Herstellung von Investitionsgütern voraussetzt. Nachfrager der Produkte oder auch Dienstleistungen im Konsumgütermarketing sind private Haushalte. Fachsprachlich wird bei dieser Art des Verkaufs von B2C gesprochen, also von Business to Customer. Der Erwerb von Konsumgütern gilt der Befriedigung des persönlichen Bedarfs von Konsumenten. Die Kaufentscheidung der Kunden basiert dabei meist auf emotionaler Ebene und der Kauf wird auf einem anonymen Markt abgewickelt. Das heißt, der Kunde kennt den Verkäufer nicht persönlich und der Verkäufer verfügt im besten Fall auch nur über Informationen über die Zielgruppe des verkauften Produkts. Diese Informationen werden im Zuge der Marketingforschung über sogenannte Panels bezogen. Panels sind eine Variante der Marketingforschung. Der Begriff bezeichnet laufende Stichproben, zum Beispiel in bestimmten ausgewählten Haushalten. Der Kauf von Konsumgütern ist unkompliziert und nicht formalisiert. Im Investitionsgütermarketing hingegen ist der Handel mit Gütern wesentlich formaler gestaltet. Ein wesentlicher Grund dafür ist der Transaktionswert. Im Gegensatz zum Konsumgütermarketing handelt es sich im Investitionsgütermarketing bei den Transaktionen meistens um bedeutend teurere, da es sich bei den Investitionsgütern um Gegenstände handelt, die zur weiteren Produktion benötigt werden. Von diesem Bezug kommt auch die Namensgebung. Die gekauften Güter sind für das Unternehmen eine Investition, die zur Herstellung der eigenen Produkte benötigt wird. Beispiele für Investitionsgüter sind Bürogebäude, Maschinen, Produktionshallen und Lagerhallen. Bei den genannten Investitionsgütern handelt es sich um langlebige Investitionsgüter. Sind die Güter nur kurzlebig, wird von Vorleistungsgütern gesprochen. Das wären zum Beispiel in der Produktion verwendete Materialien wie Holz, Öl und so weiter. Oder bestimmte Dienstleistungen wie Bauarbeiten. Da die Güter von Unternehmen zu Unternehmen gehandelt werden, heißt diese Art des Verkaufs B2B, also Business to Business.
Im Gegensatz zum Konsumgütermarketing ist der Nachfrager im Investitionsgütermarketing bekannt und wird vom Hersteller ausgesucht. Er ist somit identifizierbar. Kaufentscheidungen werden hier nicht von Einzelpersonen getroffen, sondern als rationale Entscheidungen in einer Gruppe ausdiskutiert. Der Phasenbezug in Investitionsgütermarketing ist verglichen zu dem des Konsumgütermarketing wesentlich ausgeprägter. Das heißt, Beschaffungsprozesse im Investitionsgütermarketing lassen sich vergleichsweise in einem größeren Zeitraum abwickeln. Auch im Investitionsgütermarketing gibt es Marketingforschung. Die Art der Forschung wird als Desk Research bezeichnet und ist im Prinzip ein Auswerten aktueller Fachzeitschriften. Neben der Betrachtung der Nachfrage und Anbieter können auch Beziehungen zwischen den Marktpartnern analysiert werden. Dies ist zu einem der wesentlichen Bestandteile des Investitionsgütermarketing geworden. Aufgrund der starken Kundenbindung im Sektor des Investitionsgütermarketings finden Problemlösungen auch in einem engen Diskurs zwischen Kunden und Anbieter statt. Dadurch stärkt sich die Kundenbindung enorm, was verdeutlicht, wie wichtig eine gute Kooperation mit dem Kunden im Investitionsgütermarketing ist. Die Unterscheidung zwischen Konsumgüter- und Investitionsgütermarketing macht deutlich, wie wichtig eine Trennung der beiden Sektoren ist. Eine Übernahme von Wissen in jeweils anderen Bereich ist nur sehr bedingt möglich. Nichtsdestotrotz schreibt Meffert: Es gibt in vielen Bereichen große Schnittmengen, Transfer- und Lernpotenziale. Diese seien insbesondere in speziellen Denkweisen der Marketingarten. So könne das Konsumgütermarketing vom technologie- und ressourcenbasierten Denken des Investitionsgütermarketing lernen und umgekehrt das Investitionsgütermarketing von der ausgeprägten Marktorientierung des Konsumgütermarketings. Ja, kommen wir zur Marktforschung. Die Marktforschung ist ein Teil des Marketings und ist nötig, da sich die Märkte entwickeln. Das heißt, die sind dynamisch. Das bedeutet, dass Anbieter dazukommen auf den Markt oder gehen oder wachsen oder schrumpfen. Also Unternehmen gehen insolvent, verschwinden vom Markt. Neue Start-up-Unternehmen kommen, bieten wieder neue Innovationen an, neue Produkte. Unternehmen expandieren, schließen sich zu Konzernen zusammen oder ja, schrumpfen halt auch. Das ist die Seite der Anbieter, die sich verändern kann. Es kann sich natürlich auch die Seite des Nachfragers verändern. Zum Beispiel kann der Bedarf des Kunden kann sich ändern. Zum Beispiel möchte man jetzt keinen Sportwagen mehr, sondern der Bedarf der Kunden generell hat sich so geändert, dass man unbedingt ein SUV braucht. So kann sich der Bedarf ändern. Oder er kann auch nur kurzzeitig vorhanden sein. Das heißt, ein Unternehmen entwickelt ein Produkt und es ist sehr schnell dann auch wieder vom Markt verschwunden, da der Bedarf einfach nicht mehr da ist. Insgesamt entwickelt sich mittlerweile der Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt, da es eine sehr große Konkurrenz an Verkäufern, an Anbietern, an Unternehmen gibt in den einzelnen Branchen und die Kunden eine sehr große Auswahl haben. So können die Kunden durch ihre Bedürfnisse, ihre Nachfrage den Markt bestimmen. Denn wenn sie etwas Neues haben wollen, können Unternehmen diese Produkte herstellen, sind erstmal Marktführer alleine auf dem Markt mit dem Produkt. Nachfrage nach diesem Produkt steigt und wenn zu viele Unternehmen auf dem Markt sind, die das gleiche Produkt herstellen, kann es natürlich sein, dass viele Käufer zu anderen Unternehmen gehen. Von daher ist die Marktforschung ein wichtiger Teil der Absatzwirtschaft, denn die Unternehmen stehen immer vor der Herausforderung, sich den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden anzupassen. Das bedeutet, was möchte der Kunde jetzt gerade, was möchte er nicht, was stört ihn, wie zufrieden ist er mit den eigenen Produkten oder halt auch wie unzufrieden, was kann man besser machen. Und dazu müssen Daten gesammelt und ausgewertet werden. Das geschieht unter anderem durch öffentliche Umfragen, der Straße mit Umfragebögen oder auch durch extra darauf spezialisierte Unternehmen, wie Forsa zum Beispiel. Diese Unternehmen bringen im Auftrag von anderen Unternehmen Studien heraus, woraus sich die Zufriedenheit von Kunden ergibt. Das kostet natürlich alles Geld für die Unternehmen. Allerdings ist die Marktforschung auch wichtig,
um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Und so investieren Unternehmen auch gerne daran. Außerdem ist die Marktforschung wichtig, um die Marktbedingungen zu eigenen Gunsten zu beeinflussen. Das bedeutet auch, wenn man jetzt als Unternehmen eine Marketingmaßnahme ergreift, zum Beispiel einen Werbespot im Fernsehen macht, möchte man natürlich auch wissen, wie kommt dieser Werbespot im Fernsehen bei den Kunden an, bei dem Klientel, das angesprochen werden soll. Was kann man besser machen oder halt schlechter? Oder diesen ganzen Spot einfach auch besser auf den Kunden anzusprechen und anzupassen. Also zum Beispiel Fernsehwerbung für Spielzeug soll oft für das Kind sein. Darum läuft das meistens auf Kindersendern und soll kinderfreundlich geschaltet sein, dass ein Kind sagt: Mama, dieses Spielzeug möchte ich haben. Da diese Marketingmaßnahmen insgesamt auch sehr teuer sind, greifen Unternehmen auf die Marktforschung zurück, um halt auch die Wirkung dieser teuren Marketingmaßnahmen einschätzen zu können. Insgesamt ist die Marktforschung dafür da, um einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben und sich besser an den Kunden anpassen zu können, um mehr Gewinn zu machen. Ausblick in die Zukunft Industrie 4.0 Faktoren und Beispiele. Faktoren. In Zukunft wird der Kunde der wichtigste Marketingmitarbeiter des Unternehmens sein, denn vom Kunden erschaffene Medien wie Blogs oder Foren ersetzen immer mehr die Massenwerbung. 4 von 5 Kunden recherchieren vor dem Kauf von teuren Produkten im Internet und finden dabei zunehmend Amateurstimmen, die sie beeinflussen. In Zukunft ist es wichtig für Unternehmen, Fan-Communities und Meinungsmacher mit Informationen zu versorgen. Kunden gestalten Marketingkampagnen der Zukunft. Firmen wie Kodak, American Express oder Converse haben schon damit experimentiert. Diese ließen Werbespots von Kunden innerhalb eines Wettbewerbs drehen. Ein Vorteil ist dabei, dass diese Werbung authentisch wirkt und meist keinen großen Kostenpunkt oder Aufwand für das Unternehmen darstellt. Des Weiteren ist es wichtig für Unternehmen im Geo-Web oder im Internet präsent zu sein. Suchdienste wie Google gewinnen immer mehr an Einfluss und Konsumenten wollen alle Informationen direkt abrufen, meist per Smartphone. Geomarketing spielt eine große Rolle, wobei es sich um positionsbezogenes Marketing per GPS handelt. Der Kunde verknüpft mehr und mehr Umwelt mit der virtuellen Welt. Auch abzusehen ist, dass Werbung immer digitaler wird. Soziale Netzwerke wie Instagram oder das Videoportal YouTube lösen immer mehr die klassische Werbung ab. Dies geschieht über sogenannte Influencer oder direkt durch Werbeanzeigen auf den Seiten. Unternehmen müssen immer mehr ihr Konzept im puncto Marketing auf diese Werbeträger verlagern. Dazu kommt, dass Kundenbewertungen einen immer stärkeren Kauf- oder Nicht-Kaufgrund für Kunden darstellen. Abschließend ist zu sagen, dass Unternehmen im Thema Marketing und Absatzwirtschaft dem Fortschritt der Digitalisierung folgen müssen, um erfolgreich im Wettbewerb zu bleiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, euch hat diese Präsentation gefallen.